Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect in der Legendary Edition. Wir sind gerade dabei, unser ganzes Squad mal wieder mit neuen Dingen auszurüsten, denn die hängen doch alle nur ein bisschen zurück. Ein bisschen. Guck mal, hier nehmen wir mal das noch eben. Jawohl, neuer Slot am Start, aber keine Mods mehr am Start. Ah doch, ich kann hier offensichtlich dann auch... Nee. Okay, egal. So. Wie sieht's mit Shotzis aus? Oh, nee, da ist sie ganz gut dabei. Pistole, gönn dir die. Sniper, jo, gönn dir die. Hier kannst du dir tatsächlich das Ding gönnen. Da ist sie, glaube ich, ganz gut am Start. Und die ist ein bisschen besser. Rüstungen, da müssen wir mal gucken. Schlechter, schlechter. Alles schlechter. Okay, also Liara haben wir, Tali haben wir, Rex haben wir, Garrus haben wir, Kaidan fehlt noch und das war's. Nur noch den guten Kaidan, mein absoluter Lieblingscharakter in diesem Spiel. Ich habe ihn so gern. Warte mal, wie sieht es bei mir eigentlich aus? Wir sind gut dabei. Okay, warte, Kaidan. Dann kriegst du das Ding. Du bekommst Sledgehammer. Du bekommst hier nichts und du bekommst hier auch nichts, weil ich nichts mehr habe. Mods sind aus, aber ist ja nicht so schlimm. Ich nehme ihn ja eh so gut wie nie mit, weil ich mag, also ich mag ihn halt einfach nicht. Psst, das kann er wissen. Die kannst du noch haben. Tja, nimmst du halt den. Da nimmst du den und rüstungsmäßig kann ich dir erstmal den Guardian empfehlen. Ist besser als nichts. Vielleicht nimmst du doch lieber den Predator und hier haust du dir einfach rein, das Kampf-Exoskelett. Wie sieht's denn bei mir mit der Rüstung aus? Gesundheitsregeneration. Krass. Plus 90 Schild. Plus 120 Schild. Gönnt ihr mal das? Was haben wir hier noch? Midi-Exoskelett noch oben drauf. So, okay. Damit wäre das dann. Und jetzt verkaufen wir einfach erstmal Schrott. Den ganzen Müll, den wir am Start haben, alles verkauft. Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. Sehr gern, Commander. So, ich möchte jetzt bitte verkaufen. Und zwar alles, was wir so haben. Ich glaube einfach alles. Wir hauen einfach mal alles weg, oder? Rüstungsupgrades, das sind alles Upgrades. Tausende Upgrades. Wir können ja mal gucken. Das ist jetzt verkaufen, ne? Erstmal Schrott verkaufen. Ist das jetzt verkaufen oder was passiert jetzt hier? Ja, ich bekomme Geld. Okay, also alle Level 1 Dinger weg. Alle Level 3 Dinger können auch weg. Es wird verkauft, was geht. Wo sind wir denn inzwischen angekommen? 5, 6, 7, 8. Also wir können tatsächlich so, ich würde sagen, bis hierhin kann alles weg. Jetzt wird einfach verkauft. Die Kohle muss reinfließen. Den Rest können wir erstmal aufheben. Für den Fall der Fälle. Und dann können wir mal gucken, was er im Angebot hat. Vielleicht hat er ja wirklich irgendwas Geiles, was sich verlohnt oder so. Dieser Gegenstand beinhaltet Upgrades. Sicher, dass sie sie verkaufen möchten? Ja, sicher. Ich hoffe, ich kann nichts verkaufen, was bei meinen Leuten ausgerüstet ist. Ne? Dann würde ich jetzt im... Also dann würde ich kotzen. Aber das sehen wir dann gleich. Vorstellen kann ich es mir. Aber dumm wär's, ne? Aber vorstellen kann ich es mir. Alter, guck ich mal den Balken an. Guck dich mal den Balken an. Wie er sich einfach kein Stück bewegt. Ganz langsam und vorsichtig. Ah, hier mal wieder ein bisschen gelootet, ne? Ein bisschen... um mich hingelootet. Wenn ich diese Kästen da sehe an der Seite, diese Taschen, dann bekomme ich sofort diese Star Wars Battlefront 2 Lootbox Vibes. Ich richtig unangenehme Gefühle. Ba ba bam ba ba bam ba ba bam bam. Ja, weiter, 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 weiter. Immer verhökern den Kram. Ja, 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 ja. So viel haben wir nicht mehr. Das lassen wir mal da.
So, unsere Ausrüstung ist noch am Start, na, ein Glück. Gut. Damit hätten wir das geschafft und wir können weitermachen. Dann würde ich sagen, bevor wir wieder mit der Main Quest weitermachen, natürlich erst wieder die Nebenquests, die sich aufgetan haben, erledigen. Da gibt es ja einen gruseligen Doktor zu sammeln. Jetzt habe ich nicht geguckt, was er im Angebot hat, der Junge. Egal. Nächstes Mal. Wenn du so dein eigenes Vorhaben innerhalb von Sekunden selbst wieder vergisst, weißt du einfach Bescheid, ne? Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Dann mal los. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Ja, Ma'am. Was war das? Sie geht zurück. Okay, wir dürfen wohl offensichtlich erstmal doch keine Nebenmission machen. Wir müssen zur Citadel. Story sieht es so vor. Dann ist das so. Wir scheinen uns wohl langsam auch ein bisschen dem Ende zu nähern, habe ich das Gefühl. Moin. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Und was ist mit Ailos? Wie viele Schiffe senden Sie aus, um Ailos anzugreifen? Ailos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Lassen Sie mich hinterhergehen. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben Sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ja. Ihr Stil hat Ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Ailos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Was ist mit der Röhre? Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Was ist mit den Reapern? Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Das stimmt nicht. Sie greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Dann sind Sie alle Narren. Lassen Sie mich hinterhergehen. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben Sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Das war ja auch auf Würmeier. Ihr Stil hat Ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Ailos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Nein, das werden Sie nicht. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Ailos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch Sie viel gewonnen. Aber jetzt werden Sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl, Sie wollen uns verraten. Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Das ist ein Fehler. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Alles klar. Jetzt müssen wir uns die Normandy zurückklauen. Das ist ja krank. Oh, nö. Commander? Shepard? Ich kann nicht fassen, dass sie dir das angetan haben. Es tut mir so leid. Du warst das nicht. Das war nicht deine Schuld. Es ist nicht richtig. Du hast alles getan, was sie verlangt haben, und sogar noch mehr. Niemand sonst hätte das vollbringen können, was du getan hast. Der Rat hat dir alles zu verdanken, alles. Aber stattdessen entheben sie dich deines Kommandos und halten die Normandy fest. Und sie verdammen die Galaxis. Während sie untätig herumsitzen, sucht Saren auf Ailos nach der Röhre. Und sobald er sie findet, sind wir alle tot. Vielleicht sollten wir den Rat anrufen und dafür sorgen, dass er seine Entscheidung überdenkt.
Ich hab's versucht. Ich habe sie bedrängt, so gut ich konnte. Sie wollten es einfach nicht einsehen. Das war's dann? Du gehst einfach? Du gibst auf und verdammst die Galaxis? Bleib stark. Wir sind vorerst nicht im Spiel, aber ich werde einen Weg finden. Ich glaube an dich, Shepard. Ich stehe dir bis zum Ende bei. Oh. Ich glaube, jetzt kommt die Liebe. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Gelauscht? Nachricht geben. Was will er denn? Er sagte nur, dass er Sie in diesem Club in den Zivilbezirken treffen will. Im Flux. Sie sollten wohl besser zum Treffen hingehen. Wir waren so nah. So nah. Dann nehme ich jetzt mal meine zwei Girls mit, würde ich sagen. Komm. Und Squad annehmen. Ja. Ich hoffe, wir werden das nicht bereuen, aber muss auch mal sein, ne? Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Wir machen jetzt Ladies Arm. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Klein Girls-Abend, ne? Wo ist denn mein anderes Girl? Okay, das eine Girl hat es nicht geschafft. So, es ist Zeit mit dem Fahrstuhl zu fahren. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat Exogeny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für Exogeny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Exogeny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Ja, kann man so machen, ne? So, okay. Wir müssen ins Flux. Mal sehen, wie wir da am besten hinkommen. So, war das in den Bezirken? Ja, Flux. Wenn wir sowieso dann auch auf der Zitadelle sind, können wir mal gucken. Hier werden wahrscheinlich noch ein paar Nebenquests sein. Unser Fan ist doch bestimmt noch am Start. Mal gucken, hier ist jetzt nichts. Ah, ein bisschen rumlaufen auf jeden Fall noch. Sie sind beim Nachtclub Flux im Bezirk angekommen. Upsala. Okay, was ist hier jetzt los? Was war das? Was ist da gerade passiert? Hi. Ja, was gibt's? Ja, es steht doch einfach. Ja, was gibt's? Du hast gerade einen Nacken gekriegt. Was ist passiert? Wurden sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Aber sie haben betrogen, nicht wahr? Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Ein Experiment? Das klingt für mich nach Betrügen. Für sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum haben sie es gemacht? Warum wollten sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Wie soll das funktionieren? Können sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Was ist denn das für ein Gerät? Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die ihre Chancen leicht verbessert. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Sagen Sie einfach die Wahrheit. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Verstehe. Bezahlung? Was springt dabei für mich raus? Behalten Sie den Gewinn. Das sollte Bezahlung genug sein. Dann lassen Sie mich das mal... Komm, ein bisschen Geld kann man immer gebrauchen. Ich werde Ihnen helfen. Sie könnten es ja mal versuchen. Bitte sehr. Sie werden es merken, wenn Sie genug Siege aufgezeichnet haben. Aber Sie haben gesehen, was passiert, wenn Sie mit dem Gerät erwischt werden. Dann legen Sie los. Die Daten sammeln sich nicht selbst. Jo, ich bin gerade eh arbeitslos, deswegen ich habe gerade Zeit, ne? So. Ich kann glauben, dass es derart öffentlich passieren konnte. Ja, das konnte er auch. Erstmal schauen, hier ist auf jeden Fall noch Rita am Start. Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit.
Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön zu hören. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Sie scheinen sich nicht so über ihre Rückkehr zu freuen. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Ja, seit geil. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Ja, scheiße gelaufen, ne? Aber gut, das ist dann so, ne? Da ist Captain Anderson. Ich rede nochmal kurz mit dem Captain. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Jetzt weiß ich, wie es Ihnen ging. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen. So wie man Sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Wie? Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann, und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Was passiert denn dann mit Ihnen? Wenn wir die Normandy klauen, bleiben Sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Was ist mit meiner Crew? Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun Ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird Ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen. Das wissen wir beide. Sagen Sie mir, was ich tun, ich danke Ihnen. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Gibt es noch eine Alternative? Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters, oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Also ich glaube, das Büro ist einfacher. Oder wir lassen es Ihnen entscheiden. Das ist sein Ding. Er soll es entscheiden. Nur Spaß. Das ist Ihre Entscheidung, Captain. Ich breche in das Büro des Botschafters ein. Er hat dem Ganzen eine persönliche Note verpasst. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Noch nicht. Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Kommen Sie zu mir, wenn Sie dafür bereit sind. Ich werde hier auf Sie warten. Okay, also hier endet das Ganze dann. Also, wenn wir dann mit ihm reden, beenden wir den Zeitpunkt hier auf der Citadel wieder. Deswegen müssen wir jetzt erstmal mit den Leuten schnacken. Hallo. Hallo, willkommen im Flux. Da ist sie ja wieder, moin. Ich warte auf jemand anderes. Achso, ja, mach das mal, ne? Ich werde jetzt dann eben mal versuchen, hier... ...hier so ein paar Spiele zu gewinnen. Quasar spielen. So, wir müssen auf 21 kommen, ne? Dann machen wir eben 1 bis 8. Nochmal 1 bis 8. Vier bis sieben. Könnte schon knapp werden. Nehmen wir nochmal 1 bis 8. 1 bis 8. Auszahlen! Möchten Sie noch einmal um 20 Credits spielen? Aber sowas von. Fügt man noch hinzu. Und nochmal. 4 bis 7. Auszahlen. Man sieht nur selten jemanden, der so viel Glück hat wie Sie. Was?
Möchtest du noch einmal spielen? Aber sicher doch. Mach mal weiter hier. Und nochmal. Acht drauf, ja. Auszahlen. Wir beenden jetzt erstmal, denn der Hahnkredo, und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle erstmal so einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch meine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.